Und damit, hallo und herzlich willkommen zur 32. Folge des Risen Let's Plays, wo wir ja gerade letzte Folge durch Zufall noch ein paar Gude getötet haben und uns festgestellt haben, dass wir so stark sind, dass wir die restlichen Ruinen hier vielleicht noch erkunden wollen und das jetzt auch tun. Und dabei sind halt, stopp, ich wollte glaube ich in diese Richtung laufen, weil hier noch ein Wolf war. Und zwar hier oben habe ich glaube ich noch einen gesehen. Ach, nicht nur einen. Gut, in diese Richtung wollte ich noch laufen. Also auch noch ein paar Vögel. Haben wir alles hin hier. Wie versteckt diese Viecher einfach hier sind. Und hör auf mich zu bedrohen, ich will die einfach töten. Für euch das gleiche hier. Wie war das mit den ungeduldig sein übernächste Folge? Wir können das auch einfach eine Folge nach vorne schieben. Nein, es mal gucken, wie oft wir das jetzt noch machen wollen. Jetzt haben wir es. Können das einfach eine Folge nach vorne schieben, dass es nicht mehr läuft. Und ich dachte gerade, das ist die Rune hier oben, womit wir uns zurückteleportieren können. Aber ich glaube, das ist einfach nur so ein Blatt zum, ja, eine Heldenkrone. Zwar sehr wertvoll ist, aber ich keine Verwendung für habe. Ernsthaft, hier oben ist noch. Ja, hier ist auch noch mal Wald. Okay, wir müssen auch erstmal wieder runter zum Fass. Uns hochheilen. Jetzt will ich überlegen, wo ich langlaufe. Ich habe das überhaupt nicht für voll genommen, dass dort noch was ist zum Erkunden. Wir gehen jetzt erstmal nach da unten und gucken, ob das was wird. Weil ich glaube nämlich, da unten kommen wir gar nicht weiter. Da waren nämlich, glaube ich, zu harte Gegner. Ich kann mich da täuschen, aber wäre meine erste Vermutung, dass die zu hart da unten waren. Dann habe ich jetzt gerade eine neue Ecke entdeckt, die noch so einiges an Gegnern frei hält. Mhm. Wie war das? Lieber eine kleine Karte, dafür mit viel Content, als eine große Karte mit wenig Content. Und so ist es hier ja aktuell noch. Ich habe auch genau keine Ahnung, woher das Bedürfnis kommt, alles zu erkunden. Ich mach's einfach. So, einmal komplett vollgeheilt und dann geht's auf in die Ruine. Ach ja, wie viele Ecken wir jetzt schon erkunden, einfach nur weil wir es können. Das ist ja fast schon unglaublich. Also wenn mir einer gesagt hätte, dass ich über 30 Folgen in diesem Banditenlager abgammle und nicht weitergehe, weil ich irgendwie autistisch bin und alles erkunden möchte, hätte ich zu euch gesagt, nee, bestimmt nicht. Vor allen Dingen auch noch, nachdem die ersten Folgen, wo ich in dem Banditenlager angekommen war, so ein hartes Pain in the ass waren und so unglaublich nervig schwer waren, dass ich eigentlich schon gedacht habe, okay, die Sache hat sich erledigt, das Spiel wird wahrscheinlich eher schwer und nervig werden. Wir wissen zumindest schon mal, dass Pflanzen nachwachsen. Bin ich jetzt so unglaublich positiv überrascht, dass ich so viel Spaß habe und so viel erkunden möchte, dass ich damit selber tatsächlich einfach mal nicht gerechnet habe. So, jetzt gab es hier zwei Möglichkeiten. Einmal hier hinten, runter. Da hinten waren noch Gegner. Genau, wo ich nicht weiß, ob ich euch jetzt mittlerweile blocken kann.
Also. Okay, ich muss es nur irgendwie schaffen, mal. Also blocken kann ich sie. Den Hit so zu setzen. So, jetzt haben wir's. Ich glaube, ich müsste auch mal. Ja. Um ihn drumrum. Komm ich hier runter? Perfekt. So. Und zwar er. Genau. So sieht das doch schon wesentlich besser aus. Ach, da hätte ich doch besser einen anderen Angriff nehmen sollen. Egal. Ha, so. Easy. Alles schaffbar hier. Bin viel zu gut für das Spiel. Und wegen schwer. Wir haben nur wieder leider sehr viel Leben verloren und einen sehr weiten Rückweg. Aber wir looten erstmal und gucken, was wir hier gefunden haben. Ein Heiltrank, nochmal ein Ring, der Geschicklichkeit gibt. Okay. Das können wir ja alles noch nicht. Den zweiten Ring, ja, ob der sich jetzt lohnt anzuziehen. Ja, ich weiß nicht, Ring mit Geschicklichkeit ist jetzt nichts, wo ich sage, das ist total geil. Hier nochmal ein Pflänzchen. Da geht's in eine Höhle rein. Hier nochmal ein Pflänzchen. Das habe ich gelootet. Das weiß ich. Hier ist bloß die Frage, ob ich hier runterkomme. Die Skelette schaffe. Und wir müssen auf der Karte kurz gucken, genau. Wichtigste Info. Karte. Okay, das ist die erste Ruine von zweien. Das heißt, dahinter geht es dann nochmal weiter. Werden wir wahrscheinlich nicht schaffen. Jetzt haben wir hier nun leider nichts zum Heilen. Was ich eigentlich eher blöd finde. Sieht richtig lecker aus. Wir gucken mal zuerst in die Höhle. Ich könnte mich jetzt heilen, ja, das ist kein Thema. Will aber Ressourcen sparen. Wie ihr sicherlich euch denken könnt. Hier geht es einfach nur über einen anderen Weg zu dieser Ruine. So, da haben wir das Skelett. Oh ja! Oh ja! Wo ich einfach nur wieder drum rumtänzeln muss. Tja. Wir schaffen das. Gib mir. Tja. Mal noch. Aktuell. Oh ja. Oh ja. Mangelt es ein wenig an sinnvollen Platz, sodass ich ihn überhaupt austänzeln kann. Oh, oh. Oh, aber was vergessen, dass wir so low sind. Ha! Nicht backen. So, geschafft. Leider ist, muss ich entweder... Ich muss mich heilen. Ich habe auch keinen Bock, den ganzen Weg jetzt zurückzulatschen. Nein, hier ist ein Wasserfass. Oh, oh, oh. Ich hole mir einen runter. Ich drücke F9.
Anstatt F8 drücke ich F9, sonst habe ich immer auf F5, F9 und das lässt sich bei dem Spiel nicht umlegen. Ach ja, wir probieren das Skelett nochmal. Einfach mal, weil es so viel Spaß gemacht hat. Tja. Machen wir das Skelett nochmal. Außerdem möchte ich euch ja zeigen, dass ich so gut geworden bin, dass ich sogar mit meinem kleinen HP-Pool beide schaffe. Drücke ich F9 statt F8. Das kann ich erzählen. Ganz ruhig. Das Wasserfass löst alle Probleme. Von daher müssen wir nur ganz ruhig dieses eine Skelett hier schaffen. So, von Weitem. Wir laufen einmal weg. Hoffen, dass sie resetten. Hat eben waren sie nämlich nicht gelurrt. Gepult. Noch laufen sie mir hinterher. Erste ist resettet. Zweite ist etwas hartnäckiger. Jetzt ist er resettet. Sehr schön. Damit ist der Zugang zum Wasserfass hergestellt. F8. Jetzt muss man warten, dass sie zurücklaufen. Ach ja, ich bin unerwartet glücklich. Muss jetzt aufpassen, dass ich sie nicht aus Versehen wieder pulle. Weil ich jetzt auch nicht weiß. Wie schnell die resetten und wo sie hingelaufen sind. Dass sie hier irgendwo hinbacken. Speichere nochmal, dann gehen wir hier runter. Die scheinen sehr schnell zurückgelaufen zu sein. Unerwartet schnell. So, der eine ist da hinten, das ist okay. Anderen sehe ich noch nicht. Er kommt da gerade. Na gut. Probieren wir ihn mal. Wir dürfen... Ich wollte gerade sagen, wir dürfen keinen einzigen Hit hinkriegen, aber... Da hat sich schnell erledigt. Ich habe es ja verstanden. Ich muss noch einen kleinen, klitzekleinen Moment warten, wenn ich da unten bin. Er hat einen anderen Laufweg als ich. Das ist kein Thema. So, der ist da, der andere kommt gleich von dort. Gleich. Bald. Irgendwann. Warum kann ich hier nicht trinken? Was ist denn da los? Jetzt. Du heil dich voll. Komm, go, go, go. Bevor das andere Skelett kommt. Es wird irgendwo stehen und backen, sehr wahrscheinlich. Mir gerade egal. Ich brauche die HP. Danach können wir das Skelett gerne betöten. Und dann können wir die ganze Ruine hier erkunden. Wenn wir sie schaffen, können wir die komplette Ruine erkunden. Und dann bin ich sehr gespannt, wie stark wir danach sind. Und, also, vor allen Dingen, was wir finden. Ob wir vielleicht irgendwie Glück haben, noch ein paar gute Sachen finden, mit denen wir auch weiterkommen. Und das ist mir also auch so egal, wenn ich nach jedem Mob hier erstmal stundenlang an dem Wasserfass stehe. So, wo ist jetzt das andere Skelett? Weichern. Irgendwo. Da oben ist es hängen geblieben. Ja.
Am besten also über Range-Angriffe. Zack, easy. Nicht mal einmal Schaden bekommen. Am besten nur Range-Angriffe war der Trick für den. Alles klar. Perfekt. Hier können wir wahrscheinlich auch buddeln, ne? Hier ist was vergraben. Perfekt. Hoffentlich buddelt der jetzt nicht wieder so Ewigkeiten lange. Das ziehen wir raus. Wieder eine große Kiste. Tatsache, wieder eine große Kiste. Unglaublich. Ohne den richtigen Schlüssel wird das nichts. Warum? Ruhe in Frieden. Ohne den richtigen Schlüssel wird das nichts. Warum? Speichern, F8. Das ist sehr schade. Vielleicht haben wir ja Glück und finden hier in dieser Ruine den Schlüssel. Habe ich jetzt hier alles mitgenommen? Lanze habe ich noch übersehen. Hier habe ich alles. Hier habe ich alles. Da oben war ich schon. Nur damit ihr es kurz wisst. Da ist das Lagerfeuer mit der Kiste. Da waren wir schon. Vor keine Ahnung wie vielen Folgen. Und lange her. Ich überlegt habe, dass ich euch vor 3 Folgen angekündigt habe, dass wir uns auf den Weg zur Hafenstadt machen. Ach ja, da ist nichts draus geworden. Ich glaube aber, ihr könnt mir das verzeihen. Ich glaube, ihr seht lieber, wie ich Spaß habe und das Spiel entdecke, anstatt dass ich mich an der Hafenstadt rumschlage und vielleicht ärgere, dass es nicht so klappt, wie ich mir das erwünscht habe. Ich glaube, da ist euch das sogar hier lieber. Und am Ende ist es mir sogar egal, was eure Meinung ist, weil ich mache absichtlich Let's Plays, weil ich nicht möchte, dass ich auf eure... weil ich keinen Bock habe auf Guided Gameplay und dass ihr auf Twitch einfach immer wieder toxisch war. Dieses Guided Gameplay. Und jetzt juckt mich der Hit, den ich hier bekommen habe. Der hat übrigens eine andere Waffe. Ich muss anders gegen ihn spielen. So. Der Hit mir auch völlig egal, weil ich habe ja hier in meinem Wasserfass. Soll ich mir kurz die Waffe angucken? Schädelspalter. Hiebwaffe 28. Na gut, okay. Dann doch nicht so stark, wie ich dachte. Einmal hier hochheilen am Fass. Dann geht's weiter. Vielleicht finden wir noch genug Gold, dass wir noch Axt 4 lernen können. Wo ich nicht glaube, dass das sinnvoll wäre, dass da mein Geld jetzt dort reinzustecken. Ich glaube, wäre dann eher sinnvoll, mal ein bisschen Gold wieder noch in Stärke zu stecken. Aber ja, mal schauen. So, einmal hochgeheilt. Dann werden wir wahrscheinlich vielleicht noch einen Mob schaffen, diese Folge. Und dann sind wir leider auch schon am Ende. Leider, leider. Jetzt wo wir endlich einen guten Run haben. Dann klatschen wir mal den da erstmal um. Wenn das klappt. Hallo? Natürlich, es kommen beide. Natürlich. Wäre auch langweilig, wenn die einzeln gekommen wären. Aber können wir trotzdem schaffen. Ach, mehr. Perfekt. Auf Range gehen wollte ich sagen. Keine Herausforderung hier. Und zwar, dass die einzeln kommen, aber egal, keine Herausforderung. Ich bin so glücklich, dass das so gut läuft. Also, nächste Folge geht's weiter. Dann mit Aufnahmepause. Ich hoffe, sie wird nicht dafür sorgen, dass ich massive Probleme bekomme. Vielleicht finden wir noch die Schlüssel für die Schlösser hier. Und ansonsten bedanke ich mich
für die Kisten. Soweit erstmal jetzt fürs Zuschauen. Lasst noch einen Daumen nach oben da. Abonniert mich. Schreibt mir Feedback. Ich freue mich wie immer über jeden Scheiß und sag immer zum Schluss. Tschö mit Ö.